Ja, hi zusammen. Ich habe heute einen Gast hier, das ist der Stefan Kinn von Apps Associates, Partner bei der Scope Alliance und Vorstandsvorsitzender von der deutschen Oracle Anwendergruppe. Stefan, hallo. Für mich ist das ja alles hier ganz neu, aber du bist ja schon quasi Routinier. Wie oft warst du schon hier? Also ich habe hier schon immerhin so einen stolzen Alumni bekommen und das ist tatsächlich schon meine fünfte Open World. Wenn du schon fünfmal hier warst, dann hast du ja sicherlich auch einige Referenzwerte. Wie ist denn die diesjährige Open World verglichen mit den Vorjahren? Also die diesjährige Open World fällt tatsächlich so ein bisschen auf. Wenn man jetzt kritisch wäre, wäre so der erste Eindruck, alles ein bisschen kleiner, bescheidener und mit weniger Tamtam. Oracle war in früheren Jahren eigentlich immer so berühmt dafür, dass sie hier viel Show gemacht haben. Das ist alles deutlich weniger geworden. Aber im zweiten Blick passt es halt auch so zu dem Change, den Oracle halt anscheinend gerade fährt. Dieser Change, wir haben viele neue Open Source Themen gesehen. Open Source scheint eine größere Rolle bei Oracle zu spielen. Gleichzeitig natürlich auch die ganz große Journey to the Cloud. Ist das deiner Meinung die richtige Richtung, die Oracle einschlägt? Ja gut, die Journey to the Cloud ist ja jetzt nicht ganz neu. Die hat Oracle ja jetzt schon so ein, zwei Jahre massiv vorangetrieben. Was für mich neu ist, ist jetzt so ein bisschen so, wie du schon sagst, diese Öffnung Richtung Open Source. Also nicht mehr dieses unbedingte, alles selber kontrollieren zu wollen und zu müssen, alles aus eigenem Haus, sondern dieses Querdenken, das Zulassen von anderen Technologien, Integrieren von anderen Lösungen. Natürlich immer mit dem Ziel, dass das dann alles in der Oracle Cloud landet. Das ist schon sichtbar und passend dazu aber halt auch die Ansprache von anderen, die von außen dazukommen, insbesondere junge Leute. Wir hören immer mehr über Machine Learning, über Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz. Das sind alles so Richtungen querbeet durch die verschiedenen Cloud Offerings, die aus meiner Sicht für Oracle schon noch recht neu sind. Bei den Themen, die du gerade genannt hast, war da was dabei, wo du sagst, es ist ein persönliches Highlight, findest du persönlich auch besonders interessant? Ja, das ist eine spannende Frage. Persönliches Highlight, das ist wirklich schwer zu sagen, weil was mir so hängen geblieben ist, klar, wir haben ja als Top-Thema haben wir halt die autonom arbeitende Datenbank. Ich habe die eigentlich schon lange erwartet, jetzt ist sie da. Was auch immer das heißen mag und wie auch immer das aussehen wird und wann der letzte DBA zum letzten Mal auf eine Tastatur klickt, ob wir das noch erleben. Aber immerhin ist Oracle soweit, sowas zu haben. Das ist natürlich schon mal auch eine Ansage. Für mich ist eine wichtige Kernaussage auch aus der Larry Ellison Keynote, dass Oracle tatsächlich der Meinung ist, dass die Maschinen künftig das Business besser und fehlerfreier betreiben können als unter menschlicher Administration. Das ist jetzt so ein nicht ganz technisches Thema, aber da bin ich natürlich sehr hellhörig geworden und das ist für mich schon ein Highlight. Der Tag hat gerade erst angefangen. Was bringt der für dich heute noch? Oh, ich habe heute hier viele spannende Termine. Ist ja das Schöne an der Open World, dass man hier so viele Leute auf einem Haufen hat und wirklich so im Halbstundentakt sich mit vielen treffen kann, viel Networking betreiben kann, auch auf internationaler Ebene. Heute steht noch ein spannendes Meeting mit einer Global Vice Presidentin von Oracle an, die mehr erzählen will über ein neues Cloud Enterprise Implementation Partnering Programm. Also für die Scope Alliance sicherlich ein wichtiger Aufhänger, weil da sehe ich uns in Deutschland schon ganz vorne und auch überhaupt im deutschsprachigen Raum. Spannendes Thema für mich, insofern doppelt spannend, als dass Apps Associates sich bereits qualifiziert hat dafür. Aber das wird spannend und Highlight dann natürlich heute Abend im AT&T Park, der Abschluss mit den Chainsmokers und Ellie Goulding. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Super, ich danke dir, Stefan. Danke dir, Ingo.